Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video Nummer 42. Vielen lieben Dank auch für die Einsendung diese Woche. Bevor wir am Anfang, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben ein neues Profilbild auf meinem Social-Media-Kanal, sage ich mal, oder an sich jetzt auf dem YouTube-Channel, was wichtig hier ist für uns. Hab mir gestern nämlich ein Avatar erstellt und ich wollte eh mein Profilbild ändern. Die einen oder anderen wissen das wahrscheinlich, weil es auf jeden Fall einen persönlicheren Touch. Ich wollte dem Ganzen einen persönlicheren Touch geben, eine persönliche Note, sage ich mal, damit die Leute auch wissen, ey, okay, wir sind beim Osaru, die OZ-Fighter sind ihr richtig und ihr seid auch Gold richtig, Freunde. Hier hat sich niemand verlaufen. Es ist immer noch alles wie immer. Deswegen würde ich sagen, legen wir aber sofort los, beziehungsweise so viel dazu. Ja, legen wir so viel los mit unserem Team-Rating-Video. Und zwar haben wir die erste Einsendung von unserem Boy. Wie heißt der Dude hier? Tatu nenne ich ihn mal. Und zwar schreibt uns hier an der Stelle: Hashtag Team Osaru, ich wollte mal deine Meinung abholen. PS, der Thales ist extra im Team, um dich zu ärgern. Null Punkte. Muss ich mir gar nicht ansehen. Nein, Spaß. Ich sag aber schon mal eines vorweg: Der Thales ist nicht extra im Team. Weil, wenn wäre der nicht in einem Pusane-Team, dann würde was falsch laufen, um das klarzustellen. Nee, alles gut, nicht böse gemeint. Aber ja, Thales im Pusane-Team, rein damit, Freunde. Und das hast du hier gemacht. Also nicht extra, ich hoffe nicht extra. Ich hoffe, der war schon davor im Team. Aber außerhalb davon haben wir hier ein Pusane-Team auf der japanischen Seite. Jeder Charakter gehört zur Kategorie, sind ein Punkt pro Charakter. Haben wir 6 von 10 Charakteren, beziehungsweise ja, 6 von 10 Punkten. Alle sind Max 7, Max Awake. 8 von 10 Punkten gibt es hier dann an der Stelle. Wenn wir uns mal hier die Charakterliste ansehen. Also an sich erstmal ist es ein gutes Team. Vielleicht ein bisschen, vielleicht für das Auge ein bisschen zu voll gepackt. Aber das kommt wahrscheinlich nur einem so vor, weil wir haben ja auch Thales. Und Thales ist ein Supporter, das darf man nicht vergessen. Den haben wir auf jeden Fall als Rotationscharakter. In einer Rotation halten wir Super Saiyan 3 Angel Goku mit LR Goku. Wir haben Over the Flash, Super Saiyan. Und dann sollten sie, jetzt habe ich es, ist natürlich Limit Breaking Form. Das sind ja zwei Super Saiyan 3 Charaktere. Dann haben wir evolviert als unseren Leader, ganz klar. Full Power Goku, sehr gut. Und Super Saiyan 4 Vegeta. Okay, wie sieht die andere Rotation aus? Erstmal, damit ihr das feststellen. Entweder Super Saiyan Blue Evolution Vegeta mit Full Power Goku am 3 Linkskills. Prepare for Battle ist auf jeden Fall gedeckt. 4 Battle Super Saiyan. Oder dann die zwei Vierfachen in einer Rotation. Je nachdem, das müssen wir uns nachher mal ansehen oder gucken, wie wir das Ganze gestalten. Aber außerhalb davon, wenn wir uns die Charakterliste mal ansehen, wir haben hier zum Beispiel noch einen Super Saiyan Goku, den man auf jeden Fall nennen kann. Wir haben einen Godku hier unten, wir hätten einen Supporter physisch Bardock, tralala und so und so fort. Heißt, an sich haben wir natürlich erstmal Super Saiyan 3 Angel Goku und LR Goku halten wir auf jeden Fall in einer Rotation. Die Sache ist die, wie sieht die andere aus? Also Thales ist Rotationscharakter, ganz klar. Wenn er rein und rauskommt, gibt er für jeden Key plus 3 oder ist ein sehr an sich guter Supporter, Attack 40%. Oder wir haben natürlich dann noch den Friend Evolution Vegeta, der auch immer rein und raus geht. Halten wir jetzt Evolution Vegeta mit Full Power Goku in einer Rotation? Das funktioniert auch. Oder die zwei Vierfachen. Die geben sich 6 Linkskill, ist ein, also 6 Linkskill her, Synergie auf jeden Fall besser. Jedoch würde ich sagen, halten wir einen Evolution Vegeta auf jeden Fall in der Rotation, weil der Charakter ist wirklich sehr gut, hat eine Transformation, wenn es transformiert ist, dann nice. Deswegen würde ich mal sagen, einigen wir uns mal darauf, dass wir Full Power Goku mit Evolution Vegeta in einer Rotation halten. Heißt, Rotationscharakter wäre vierfacher Vegeta. Was wäre denn der Job vom vierfachen Vegeta? Eigentlich sind die Rotationen sehr gut gedeckt. Außer, also in Sachen Linkskills, dass sie auf die Ulti kommen etc. Außer vielleicht das mit LR Goku, weil wir wissen ja, wir wollen mit ihm ums Verrecken auf die Ultra Super Attack kommen. Und wir haben in der Konstellation mit Angel Goku, da kommen wir auf Key plus 9. Mit plus Leader Skill. Heißt, wir brauchen noch 9 weitere Key. Heißt, vierfacher Vegeta funktioniert auf jeden Fall. Aber wenn er in die Rotation reinkommt mit LR Goku, der gibt den kein Key Link Skill. Keinen. Weder Angel Goku noch LR Goku. Heißt, wenn du ihn auswechseln möchtest, um Fokus eben auf die Rotation zu legen mit LR Goku, weil die andere funktioniert mit Evo Vegeta, dann könntest du zum Beispiel Strength Godku reintun, der hat Over the Flash zusätzlich, hätte dann noch, wenn es dazu kommt, wenn er mal in die andere Rotation reinkommt, für Vegeta Warrior God zum Beispiel. Aber wichtig wäre hier nochmal Over the Flash Key plus 3. Du, also Super Saiyan Goku, er hatte Super Saiyan Goku. Den könnte man für Vegeta auch reintun, die würden aber mehr oder weniger, weil wir jetzt quasi einen Charakter suchen, der die Rotation deckt mit LR Goku, mehr oder weniger den gleichen Sinn erfüllen. Beziehungsweise Super Saiyan Goku hätte dann am Anfang Experience Fighters, aber wo es sich lohnen würde, den mitzunehmen, wäre erst, wenn er sich ab dem Super Saiyan 3
beziehungsweise zum Super Saiyan 3 sich transformiert und darüber hinaus. Aber dass das geschieht als Rotationscharakter, den immer rein und raus tun, schwierig. Aber wenn er diesen Status erreicht, Super Saiyan 3 Goku, dann könnte man ihn eigentlich auch mit LR Goku paaren. Dann wird er zu Godku, dann zu Goku Blue. Wäre auch solide. Aber bis es dazu kommt, ihr merkt schon, das dauert lange. Deswegen hättest du vielleicht noch physisch Bardock als Supporter, der gibt Ki plus 2 zum Beispiel. Auch für die andere Rotation, beziehungsweise haben wir natürlich Thanis, der auch in die Rotation reinkommt und Ki plus 3 gibt. Aber ihr merkt es schon, eigentlich funktioniert das Team auch so. Nur wenn du jetzt speziell mehr Fokus auf LR Goku legen willst, zwecks Ki, wenn du noch einen anderen Supporter bzw. anderen Charakter reinhauen willst, dann könntest du Vegeta auswechseln. Wenn nicht, dann passt das Team auch auf jeden Fall an der Stelle so. Deswegen würde ich dir in Klammern auf jeden Fall noch einen extra Punkt geben. Da wären wir bei 9 von 10 Punkten. Okay, so viel dazu. Dann kommen wir mal zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Aqua Blaze. Aqua Blaze, hey. Hashtag Team Mosul. Ich wollte fragen, ob das Team so okay ist fürs Super Battle Road Extreme Int oder ob man da was verbessern kann. Also dann gucken wir uns mal das Ganze erstmal detailliert an. Ah, okay, okay. Also Super Physisch Team gegen Extreme Int. Er will auf die Extreme Int Stage. Und ja, ganz kurz zum Team selbst. Super Physisch Charaktere. 6 Punkte, alles Max und Max 8 von 10 Punkte, weil wir gehen jetzt erstmal auf die Super Battle Road Schiene. Das könnte interessant werden, das könnte interessant werden. Mhm. Aus der Konstellation hier würde mich die einzige stören, vielleicht Kale, weil Kale schon gut Schaden bekommt, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Sie ist zwar auch solide, macht gut Schaden selbst, aber sie würde selbst wahrscheinlich viel Schaden bekommen. Wenn wir uns aber die Charakteristik mal ansehen, Freunde, dann zeige ich, switch ich auch mal ganz kurz rüber, damit ihr das mal gesehen habt, weil ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht. Switch ich auch mal ganz kurz rüber in den Dokkan Battle Bilder, um euch zu zeigen, was ich mir ausgedacht habe. Und zwar folgendes, wie gesagt, ich habe jetzt wirklich erstmal Fokus darauf gelegt, weil wir haben eine begrenzte Anzahl an Charakteren, Fokus darauf gelegt, dem Ganzen eine Taktik zu geben. Und meine Taktik wird sein, dass wir in jedem Fall ums Verrecken Tech, warum sage ich Tech? Physisch Vegito Blue in eine Rotation halten mit einem Friend LR Gogeta. Heißt, du nimmst dir auf jeden Fall mal einen sehr, sehr guten Friend LR Gogeta und hältst ihn in eine Rotation mit Physisch Vegito Blue. Das sind 4 Linkskins, die sind auf jeden Fall gedeckt. Was meine ich mit der Taktik? Wir wollen ums Verrecken eben dafür sorgen, dass diese Rotation ihren Job sowohl den Angriff als auch Verteidigung gut macht. Denn, wenn wir uns die andere ansehen, könnte es ein bisschen schwierig aussehen. Wie hat sich die andere Super Saiyan 3 Gotenks, der selbst macht guten Schaden, deiner hat aber keinen Dupe, sage ich mal. Den hatten wir mit C17 in einer Rotation. C17 gibt dem Ki, aber auch was Wichtiges, einen Verteidigungsboost. Und C17 hat auch eine Damage Reduction, wenn die HP 77% oder drunter sind. Aber was wichtig ist, dass wir Gotenks ein bisschen Verteidigungsboost geben, weil Gotenks bekommt auch gut Schaden. Das könnte aber schwierig sein, da bin ich ehrlich, vielleicht könnte die Rotation viel Schaden bekommen. Aber deswegen muss diese Rotation umso weniger Schaden bekommen und umso mehr Schaden machen. Deswegen habe ich noch 2 Rotationscharaktere mitgenommen, die zum einen gehst du erstmal her und ums Verrecken musst du dir Elder Great Simon holen. Sorry, dass ich das so sage, ich meine es aber nicht böse, du musst ihn dir holen auf jeden Fall. Denn er gibt dir Ki plus 4 für jeden Superverbündeten. Was wichtig ist, auf die Verteidigung 50% und verringert von Extreme Class Enemies die Verteidigung um 70%. Und das wollen wir. Wenn der in die Rotation reinkommt, dann regnet es. Dann regnet es an Schaden. Und aber auch, du willst mit ihm immer nur die erste Ulti starten, weil diese zielt. Sowohl mit ihm als auch, deswegen habe ich Bardock als Rotationscharakter mitgenommen. Mit ihm willst du auch so oft es geht ulten, außerhalb davon, dass er Supporter ist. Aber ich will darauf hinaus, dass diese zwei Charaktere so oft zielen, so oft die Gegner zielen, wie es geht, damit Vegito Blue, der ist auf 100% bei dir, freie Laufbahn hat, um links und rechts alles wegzukontern und also seine Crits hoffentlich rauszuhauen. Das ist eben die Taktik, in die ich lege hier, beziehungsweise auf die ich setze, diese Rotation, zudem noch diese Rotation auszuschmücken mit Ziel, also dass die Gegner gezielt ist und Vegito Blue da links und rechts kontern kann. LR Great Simon wird seinen Job da auf jeden Fall gut machen, er ist auch selbst Tanky etc. Bei Bardock musst du aufpassen, der ist auch ein Kandidat, der viel Schaden bekommen wird, aber deswegen tun wir die zwei raus und rein rotieren. Wir hätten aber noch einen Charakter übrig und deswegen habe ich die drei Charaktere hier unten. Du hast diesen Goku drin, dieser Goku ist Tanky, der ist nicht schlecht. Je weniger Leben er hat, desto Tanky wird er und wenn die HP mal 10% oder drunter fahren, hielt er uns vollständig. 10% und drunter ist schwierig, ob das mal zutrifft. Also da ist es wahrscheinlicher,
Deswegen habe ich Wiz mitgenommen, dass Wiz seine Passive sich aktiviert. Denn dieser Wiz seine Passive aktiviert sich, weil die HP 30% und drunter sind, healt er uns auch einmalig komplett. Und der hat eine Rare Chance zu stun auf seine Ulti. Heißt, du müsst mal, also aus diesen drei Charakteren müsstest du eh mal jeden mal ausprobieren und gucken, wer sich besser macht. Die zwei, also der wäre halt vor allem individuell sehr tanky, aber du musst bedenken, den tun wir auch rein und raus rotieren. Und dass mal sein Heal vorkommt, da ist das von Wiz wahrscheinlicher, sage ich mal. Deswegen habe ich Wiz dabei, der hat auch eine Rare Chance zu stun. Wenn das nicht klappt mit dieser Heal, sage ich mit dem Heal, dann, also mit diesem einmaligen vollen Heal, dann nimmst du vielleicht mal Bulma, denn sie hattest du auch drin und denn die hielt sich immer komplett durch die Passive oder wenn sie ultet, hielt sie uns um 8888 HP. Hat am Anfang, gibt sich immer als Start of Turn Key plus 4, heißt auf die Ulti sollte sie gut kommen. Und sie hielt sich an Rainbow Orbs um je Rainbow Orb, den sie einsammelt, um 8888 HP. Deswegen wählst du vielleicht mal die Variante, dass du einen konstanten Heal hast und die anderen Charaktere sollen eben zielen, so gut es geht, damit Vegito Luda freie Laufbahn hat. Ein bisschen waghalsig, aber müsstest du eh mal probieren. Müsstest du auf jeden Fall mal echt probieren, weil, also ich sag mal so, ein Ella Chunks fehlt hier, ein physisch super Vegito fehlt hier. Deswegen habe ich mich erstmal auf jeden Fall darauf fokussiert, eine Taktik dem Ganzen zu geben. Items musst du auch sehr, sehr solide wählen. Ich würde dir empfehlen, vielleicht mindestens oder ein Item mitzunehmen, zum Beispiel Uranai Baba, die jeden Gegner zielt. Weil wenn da mal eine Konstellation zustande kommt und alle greifen an einem Punkt an, du stellst dann 100% Vegito Blue her. Der kann auf jeden Fall gut countern und critten. Aber ansonsten nimmst du Heal mit, Damage Reduction, achtest auf jeden Fall darauf, dass deine Items passen. Und ja, weil die Rotation, denke ich mal, mehr Schaden bekommen wird als diese eventuell, wäre vielleicht das mit Bulma gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, mit einem der drei kannst du auf jeden Fall versuchen. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Lass mich auf jeden Fall wissen, ob es das gebracht hat. Ob du auf jeden Fall schon ein bisschen weiter kamst im Super Battle Road als sonst. Alles klar, so viel dazu, wie gesagt. Und kommen wir zu unserem nächsten Boy, Madara. Nein, Jonas. Hashtag Timoso, hey, kann ich mehr auf Evo Vegeta warten? Ja, keiner kann mehr warten. Also habe ich schon mal das Team gebaut. Würde die beiden Dreifachen und Evo und Ui in einer Rotation halten, würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen. Alles klar, dann gucken wir mal rein, mein Freund. Und zwar haben wir hier an der Stelle ein, ja. Also ich gebe dir jetzt mal keine Punkte, weil es ist ja ein Pseudo-Pure Saint-Team, sage ich mal. Erhält in der Rotation die zwei Dreifachen und Ui mit Evo Vegeta. Also wir nehmen jetzt an, das Evo Vegeta. Was heißt das für uns? Das heißt, LM Majin Vegeta wird rausrotiert und vierfach Vegeta auch. Das Problem an LM Majin Vegeta, dass man rein und rausrotiert, ergibt nicht viel her als ein Rotationscharakter. Einzige, was hier wäre Super Saiyan und Over the Flash. Aber das bräuchten die Rotation nicht. Außer Super Saiyan vielleicht die Rotation mit Evo Vegeta, weil Ui Goku kein Super Saiyan hat. Vierfach Vegeta, Problem bei ihm ist, er hat kein Over the Flash. Sowohl die zwei Dreifachen als auch Majin Vegeta als auch Ui Goku haben Over the Flash. Heißt, wenn der mal in eine Rotation kommt, der bringt auch nicht viel. Weil der hat Shocking Speed und Prepare for Battle. Okay, Ui Goku hat Prepare for Battle, aber Ui Goku und Evo Vegeta sind eh gut gedeckt, weil die Turn of Power und Prepare for Battle haben. Die zwei Dreifachen haben das zum Beispiel nicht. Oder er würde halt, wenn wir Majin Vegeta in eine Rotation halten, Saiyan Pride und Super Saiyan für Majin Vegeta geben. Aber ja, also Saiyan Pride wäre das Ausschlaggebende, sag ich mal. Heißt, wir müssen mal vielleicht an der Konstellation was ändern und vielleicht am vierfachen Vegeta, weil das ist ein bisschen zu sehr vollgepackt. Gucken wir uns erstmal die Charakterliste an. Ich habe mir nämlich schon ein paar bisschen was ausgedacht und ja, die Charakterliste ist jetzt ein bisschen mehr wie alle Charaktere, aber ich habe mal daraus alle Pure Saiyans, sag ich mal, rausgefischt, sie mal zusammengeklatscht und dann ausgesucht, bisschen halt selektiert, sag ich mal. Und am Ende kam das hierbei raus. Wie gesagt, wir halten Evo Vegeta mit Ultra Instinct Goku in einer Rotation. Kann man machen. Prepare for Battle, Turn of Power, Key plus 5. Sie kommen beide auf ihre Ulti. Geben sie aber nur, was Angriff anbelangt, fürs Battle. Heißt, entweder wollen wir auf jeden Fall Ultra Instinct Goku Godly Power geben. Dazu hatten wir leider nur ein Int Goku. Und den Int Goku würde ich nicht unbedingt mitbringen, weil, ja, der hat zum einen nicht fürs Battle und da ist der Agel Goku und der Strength Goku besser, aber die hat er leider nicht, sofern ich es richtig gesehen habe. Weil die könnte man zum Beispiel auch auf jeden Fall mit reinnehmen als Rotationscharakter, weil sie Godly Power haben, Warrior Gods für Vegeta und. Aber da wir das nicht haben, habe ich zum einen mal Kaioken Goku Blue mitgenommen. Der ist an sich, wir werden gleich näher drauf eingehen, welchen wir mitnehmen. An sich ein guter Rotationscharakter durch die Link Skills. Er hat Prepare for Battle, Shocking Speed, Over the Flash, Super Saiyan, Fierce Battle
und Warrior Gods. Warrior Gods wäre hier nice für Vegeta, Evo Vegeta heißt, wenn ihr jetzt mit Evo Vegeta kommt, stellen wir Evo Vegeta in die Mitte. Er hat für ihn Super Saiyan und Warrior Gods, was Ui Goku nicht hat. Das würde von ihm bekommen, wäre auf jeden Fall solide. Ultra Instinct Goku stellen wir ganz nach links. Wie gesagt, Evo Vegeta in die Mitte. Karakoku Blue wäre dann idealerweise der Rotationscharakter. Dann wäre das ganz bockstark. Aber Unterschied seht ihr, wir haben hier Super Saiyan 3 Energy Goku mit LM Majin Vegeta in der Rotation gehalten. Teilen sich drei Linkskills zu Warrior Race, Super Saiyan und Over the Flash. Das hatten wir so. Wir hatten nicht die zwei Dreifachen in einer Rotation. Sie geben sich zwar 5 Linkskills, aber Problem ist, wie gesagt, Majin Vegeta, wenn wir den rein und raus rotieren, der bringt nicht allzu viel. Angel Goku auf der anderen Seite, der würde zum Beispiel jetzt für die Rotation mit Ui Goku zumindest Super Saiyan liefern für Vegeta. Auch Over the Flash für Ui Goku, aber das brauchen sie nicht, weil sie sich schon untereinander Key plus 5 teilen mit Turn of Form, Prepare for Battle. Aber da wäre noch ein Super Saiyan mit dabei für Evo Vegeta. Wenn er in die Rotation reinkommt mit dem Dreifachen, umso besser. Stellen wir Majin Vegeta nach links oder in die Mitte, je nachdem. Hätten dann dreifache Goku mit Angel Goku gepaart, wären 5 Linkskills. Das würde auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Also da wäre meiner Meinung nach Angel Goku ein besserer Rotationscharakter als Majin Vegeta. Deswegen halten wir Super Saiyan 3 Goku mit Majin Vegeta in einer Rotation. Du könntest natürlich auch, wenn du mal einen Tech-Charakter brauchst, den Tech Super Saiyan 3 Angel Goku mit Majin Vegeta in einer Rotation halten. Aber wenn das, sage ich mal, so neutral ist, dann kannst du es auf jeden Fall so halten. So, kommen wir aber zu Vegeta. Das ist jetzt die Sache mit Vegeta. Wenn er reinkommt in die Rotation mit Evo und UI, Super Saiyan für Evo Vegeta. Was jetzt ausschlaggebend ist. Natürlich hat er auch Prepare for Battle und so, aber was halt die Rotation noch nicht hat, sage ich mal. In der anderen, Saiyan Pride für Majin. Ja, ihr merkt schon. Eigentlich würde ich vielfach Vegeta raushauen, entweder Kakumoku Blue reintun, der würde als Rotationscharakter seinen Job besser machen, oder du willst direkt einen Supporter mit Bardock, der gibt dann quasi durch die Passive auf den Angriff 30% für jeden. Das ist auf jeden Fall noch ausschlaggebend, weil, ich sag mal so, die Rotation mit Evo Vegeta und Ui Goku, die braucht nicht mehr Key. Bardock gibt durch seine Passive auch kein Key, deswegen passt das bei ihm. Zusatz wäre, er würde Super Saiyan für Vegeta geben, in der anderen Rotation gibt er auch kein Key, er hat kein Over the Flash, aber durch Over the Flash kommen beide Charaktere auf ihre erste Ulti und bei Majin Vegeta haben wir den Luxus, die erste Ulti von ihm macht mehr Schaden, deswegen können wir das auf jeden Fall mitnehmen. Heißt, mein Freund, ich würde dir empfehlen, also eigentlich stimmt dein Team so, weil ihr merkt, Pure Saiyan haben auch sehr viele Charaktere, du kannst dein Team weiterhin so spielen, aber ich würde dir empfehlen, mach dir Gedanken, willst du entweder Kakumoku Blue mit reinnehmen oder Bardock, wenn du mich fragst, würde ich unser Vater Bardock mitnehmen, als Supporter nochmal 30% drauf. Oder, ja, einfach als rein Supporter, weil wir haben einen anderen Charakter, der ist individuell stark, Angel Goku, den wir rein raus sortieren. Kakumoku Blue wäre da auch mehr oder weniger kein üblicher Supporter, weil er nur durch die Linkskills aushilft. Deswegen würde ich mich vielleicht eher für Bardock entscheiden, mal das testen. Wenn das nicht klappt, Kakumoku Blue rein. Wie gesagt, das wären meine zwei Vorschläge, aber für dich. Nun denn, dann kommen wir zum letzten Team von Larry. Geiler Name. Und zwar schreibt uns Larry. Hashtag Larry. Hashtag Team Osirayos. Ich bin ein Riesenfan deines Contents. Dankeschön auf YouTube. Ich würde mich freuen, wenn du mein Majin Buu Saga Team bewertest. Danke, mach weiter so. Danke ebenso, mein Freund. Dann gucken wir uns mal das Majin Buu Saga Team. Genau das. Erstmal 6 von 10 Punkte. Alles Max 8 von 10 Punkte. Wir haben physisch Super Vegito in einer Rotation mit LR Vegito GG. Das funktioniert sehr gut. In der anderen haben wir Majin Vegeta mit LR Mighty Mass. Haben zwar nur Shattering the Limit und Legendary Power. Hätten aber als Rotationscharakter ganz stark Super Saiyan 3 Angel Goku, der, wenn er rein und rauskommt, für die Rotation vor allem von Mighty Mass und Majin Over the Flash zum Beispiel liefert für Majin Vegeta. Also ich sag mal so, die Vegito-Rotation funktioniert perfekt. Wir legen mehr Fokus durch die Rotationscharaktere auf LM Majin und Mighty Mass. Tech Vegito würde ich da an der Stelle deswegen raushauen. Der hat keinen Super Saiyan, aber er gibt zwei Attack und F 30% für jeden. Und wir könnten auch, es wäre nicht verkehrt, wenn wir die Rotation mit Majin und Mighty Mass mit Angriff und Verteidigung boosten, weil sie sich selbst nur Shattering Limit und Legendary Power geben. Also wir sorgen da künstlich, sage ich mal, für Linkskills, die Angriff geben, um es einfach zu sagen. Wollen wir einfach einen Supporter, der Angriff und Verteidigung Boost gibt. Okay, was gibt in seiner Charakterliste her? Aha, da ist mein Mouse Tiger schon drauf. Physisch Super Saiyan Saigon, merken wir uns auf jeden Fall. Und ansonsten passt das. Also, ich habe das Ganze nämlich so ausgedacht. Entweder, mein Freund, Vegito tust du raus. Entweder tust du Super Saiyan Saigon rein, der gibt
Attack und F 35% für jeden. Liegt sie auch besser mit Vegito und tust ihn rein. Vor allem, wenn er dann in die Rotation reinkommt mit Margin und Mighty Mess, gibt er einen wirklich guten Boost für die beiden Charaktere. Er selbst hat auch Shattering the Limit. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Super Sinn für Margin hat er an der Stelle zum Beispiel. Shell zu Mighty Mess ganz nach links, Margin in die Mitte, nach rechts. Unser Boy Super Saiyan 2 Gohan. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr schön. Aber wenn du sagst, ich brauche aber Ki für die Charaktere. Das Geile an Mighty Mess ist, er versorgt ja selbst für Ki. Also, aber bei ihm will man auch eigentlich auf die Ultra Super Attack kommen. Da könnte es vielleicht Probleme haben. Ich selbst habe das nämlich mit LA Great Simon gespielt, dasselbe Team. Und er gibt halt Ki plus 4. Da kommt Mighty Mess auf seine Ulti, da kommt Margin auf seine Ulti, wenn die Rotation zustande kommt. Was aber nicht zustande kommt, ist, dass sie einen guten Angriff- und Verteidigungsboost bekommen. Wichtiger Angriffboost. Deswegen war das mal gut, dass ich diese Konstellation auch gesehen habe, weil ich spiele mehr oder weniger dasselbe Team ab und zu für mein Majin Buu Saga Team. Jedoch habe ich das mit LA Great Simon immer gespielt. Deswegen war es gut, dass ich hier mal Super Saiyan 2 Gohan gesehen habe, weil der, wenn das funktioniert, dass die Charaktere also realistisch gut auf ihre Ulti kommen, auf die sie kommen sollten, und dann zusätzlich noch Attack und 35% bekommen, dann würde ich dir empfehlen, Super Saiyan 2 Gohan reinzunehmen. Wenn nicht, dann hol LA Great Simon rein. Wie gesagt, ich müsste das selbst auch mal probieren. Das ist jetzt cool, dass ich das gesehen habe. Lass mich aber auf jeden Fall du wissen, wenn du es vor mir ausprobiert hast, welches der beiden Charaktere besser funktioniert hat. Ansonsten würde ich diese Änderung auf jeden Fall vornehmen. Und so viel wäre das auch zu deiner Einsendung, Freunde. Und so viel wäre das auch zu dem heutigen Team-Rating-Video. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank für die Einsendung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.